So, Tag, Leute, da bin ich wieder. Ich hört gerade keinen Hintergrund, also Musik keinen Hintergrund, denn ich habe einen Gast. Stell dich mal vor. Ja, Leute, ich bin's, der Heavy. Vielleicht kennen mich ja manche Leute oder eher meinen Channel. Und ja, vielleicht haben mich schon ein oder andere abonniert, keine Ahnung. Macht das ruhig. Der macht gute Videos, der macht nämlich gerade einen schönen Walkthrough zu Pokémon Kackbraun. Naja, eigentlich heißt er nur Brown, Aber aber. Kackbraun hört sich einfach viel besser an. So. Ja. So, Auf jeden ich Fall. bin gerade auf dem Weg nach Laubwechselfeld. War mal diesen Kampf hier. Leider kein Doppelkampf, da ich leider falsch gelaufen bin. Er hat Panzeron. Oder Panzeron. Wie spricht man es aus? Panzer, glaube ich. Ja, beim Anime sagen die manchmal auch Panzeron. Aber egal. Der Kampf Und läuft gut. hast du mal gesagt, später haben die auch Panzer Aeron gesagt. Aber dann sein Panzeron und so ein Scheiß. Ja, jetzt fuckt mich gerade so ein Schwalboss ab. Okay, jetzt nicht mehr. Er hat gerade Doppelteam eingesetzt. Noch die besiegen. Training Was hast tut du immer für gut. Pokémon? Was ich für Pokémon habe? Ich habe, wie ihr gerade sehen könnt, ein Morabill auf Level 31. Dann, Moment. Lombrero setzt sein. Dann habe ich noch Hundustan Level 6. Mein Logok. Quatsch, nicht Logok. Junglut auf Level 32. Mit dem Spitznamen Chickwing. Ein Schwalbini auf Level 15 und ein Magnine auf Level 12. Cool. Was macht Nayen auf Level 12? Ich hab's gefangen. Ich hab das. Ja, ich hab ja Neck und da habe ich ja die Pokémon da eingebaut in den Gräsern. So, wir sind Pokémon Center, weil unsere Pokémon und da am PC sehen wir eine Person, die sollen wir ansprechen. Das ist Lanette. Es stellt sich heraus, dass Lanette in der höheren Region die PCs verwaltet. Also wie Bill damals. Hier wieder so ein Kampfhäuschen für die, keine Ahnung, Kampfzone oder so. Das ist, keine Ahnung. Da tacken Verlerner oder Erlerner, ich weiß es nicht. Ja, okay. Erlerner. Ja, gehen wir mal weiter. Dieser Name. Welcher Name? Erinnert mich, na Bill, der erinnert mich mal an sowas ganz Schlimmes. Ja, mich auch. Sag's ruhig. Tokio Hotel. Wir scheißen auf Tokyo Hotel, wie die Außenseiter immer das sagen. Tokio Hotel ist zum Kotzen, ey. Tokyo Hotel Ich. schwul. Jetzt haben wir Aber. uns wahrscheinlich ein paar Feinde gemacht. Aber Ja, das ist unsere Meinung. Wir hassen verstehe. Tokyo Hotel. Wir hassen ja Tokyo Hotel. Nee, ich meine, wer Tokyo Hotel Fan ist, der muss doch irgendwie Gulasch im Kopf haben. Gulaschenkopf. Was er sagt, Alter, Gulaschenkopf. Wie geht's, Alter? Gulaschenkopf. Ja, okay. Ja, ist klar, wenn man Ganzen schon Tag. seine Frisur vom Bill anschaut, diese komische Irokesenfrisur, die er jetzt hat, ja, dann kann man schon meinen Gulaschenkopf. Wie die World of Warcraft Werbung mit der Irokesenbombe. Haben die World of Warcraft Werbung gemacht, die Tokyo Hotel Idioten da? Nee, der eine Typ, der von A-Team oder wie das heißt. Ah, der Mr. T. Ja, Mr. T, irgendwie wäre er doch ein Hacker und So, kann den das. ich Ja. hab ja, ich hab gerade ein Wablu gefangen. Was? Ein Wablu Level 17. Einfach mal so. Mal sehen, was ich hier so alles eingebaut habe in den Gräsern. Ich würde es trainieren, also Valtaria. Wablu ist echt das Pokémon, ja, auf jeden Fall. Valtaria. Ja, das werde ich tun. Kennst du den Pokémon Rubin Walkthrough von Neon? Ja, den wollte ich mir anschauen, aber ich habe nie Zeit. Ich werde es mir anschauen, falls Neon das guckt. Keine Sorge. Du wirst auf jeden Fall bemerken, dass ich es schaue. Ey, weißt du, Irgendwie. was ich voll cool finde daran? Was denn? Der hat einen Minun gefangen, ja? Ja, und das ist Minus, glaube ich, sehr selten dann zu treffen, oder? Nee. Na, auf Rubinen nicht. Da ist eher Plusse selten anzutreffen. Aber ich finde Ah das ja. übelst krass, Minun, weil das ist eigentlich, sag ich jetzt mal, eigentlich nicht so starkes Pokémon. Ja. Also,
Es sieht wahrscheinlich so aus, weil, guck mal, er hat ja so eine Ähnlichkeit wie Pikachu. Wahrscheinlich deshalb, aber es ist nicht so gut. Nee. Die einzige gute Attacke, die es lernt, finde ich, ist Donner, aber obwohl Donner halt nicht so oft trifft. Ja, es sei denn, es regnet. Ja. So, das wir bashen ja weiter hier durch diese Scheiße von Route. So, diesen Pokémon, den haben wir auch besiegt, hatten uns Stolunia und er trägt mich gerade in seinen Pokénavigator ein. Ich muss es leider auch tun. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Meteorfälle. Den Hitzkopf hier besiegen wir auch mal schnell. Ja, der wird mich wahrscheinlich jetzt auch eintragen, weil ich weiß, damals immer hat er mich angerufen. So, na was, von dir? Von mir, keine Ahnung. Ja, aber Minun, wie gesagt, heikle Angelegenheit. Ja. Das hat keinen besonders hohen Angriff und so. Ist halt mehr, er muss sich mehr strategisch spezialisieren. Ja. Genauso wie Papinella auch. Papinella und Budox, das Dream Team. Genauso wie Bieber und Swedbo. Was hat er sich in seinem letzten Video gefangen? Ein Schneckmark. Ein Schneckmark. Ja. Was will der mit einem Schneckmark? Keine Ahnung. Ich glaube Feuer-Pokémon. Obwohl, wenn es Mekago ist, hat es eine doppelte oder vierfache, keine Ahnung, Schwäche gegen Boden. Gegen Wasser. Ah ja, stimmt. Aber Boden glaube ich auch. Vor allen Dingen auch Boden, ja. Hast recht. Ich bin jetzt von Kortel oder wie man das ausspricht. Ja, Kortel. Weil das ist der Feuer. Und ja. Scheiße, Schweinegrippe. Ja, die Schweinegrippe, ich glaube, die habe ich jetzt auch. Weil ich habe wieder Schnupfen. Ich hatte vor ein paar Wochen Schnupfen gehabt. Ja, das kann was heißen. Immer wenn jemand hustet oder niest, sag ich, es ist Schweinevogelgrippen BSE. Ja, oder AIDS, keine Ahnung. So, wir sind in den Meteorfällen angekommen und wir sehen den Professor, wie heißt er nochmal? Cosmo und Team Magma. Jetzt würde ich Koax sagen. Was sagst du? Koax. Ich wollte jetzt Koax anstatt Cosmo. Professor Koax, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es kam Team Aqua, hat ihn vertrieben. Professor Cosmo spricht jetzt einfach mal an. Müssen wir nicht, aber ich tu's. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Vulkan, also zum Schlotberg. Heißt, den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wie öde. Deshalb habe ich ja nicht umsonst meine Turbolatschen dabei. Wie ich hier mit Sonic Speed hier rumlaufe. Und ich werde von Pokémon aufgehalten, es ist wieder ein Wablu. Allerdings ein Level niedriger als mein eben gefangenes. Und jetzt ist ein Altarier aufgetaucht. Ich habe einen Altarier auch eingebaut. Ich versuche es zu fangen. Ich habe Bodycheck eingesetzt. Ich habe Superbälle dabei. Ich werfe mal einen. Das könnte schwer werden. Ja, das weiß ich. Ich versuche es einfach mal. Zwei Bälle draußen. Jetzt kommt der dritte. Ah, es befreit sich immer wieder. Ey, was meinst du eigentlich? Muss ich jetzt bei jedem Spiel, was ich nicht weiß, wie ich da das durchzuspielen habe? Weil Ekrim schreibt ja auch immer Blind und sowas dahinter. Mhm. Ja, Blind sind ja halt Spiele, wenn man zockt. Ja. Dann zockt man quasi zum ersten Mal. Man weiß nicht, was einen da erwartet. Mhm. Das nennt man Blind. Ich hätte das. Na, okay, bei Soul. Silver hätte ich das nicht machen müssen, weil ich habe das ja auf meiner Flashcard schon durchgezockt. Mhm. Inklusive Art Gold. Altaria tut sich gerade schwer. Ich werfe jetzt einfach mal diesen Primärball. Es befreit sich. Aber ja, Scheiße. Ich hab ja nicht nur das eine Projekt, das Kackbraun. Ja. Auch andere Sachen. Zum Beispiel? Ja, da wären zum einen Pokémon Gold Walkthrough. Ja, ich hab's gefangen. Ja, krass. Bei Pokémon Gold Walkthrough bin ich schon am weitesten von meinem ganzen Walkthrough. Mhm. Den werde ich jetzt erstmal noch nebenbei so zu Kackbraun fertig machen. Und Pokémon Blattgrün, das wird erstmal jetzt eingestellt, das Projekt wird aber irgendwann weitergemacht. Also pausiert. Ja, pausiert. Jo, ich würde mal sagen, ich habe dieses Altar gefangen. Mal sehen, was es hat für Status, Werte und so einen Scheiß.
Also es ist ruhig, Level 17 natürlich. Wir sind die. Es kann Schnabel, Heuler, Erstaunen und Gesang. Also nicht gerade ganz besondere Attacken, aber es wird natürlich besser, wenn es ein Level Up bekommt. Ja, ich beende jetzt den Part, weil die Zeit reicht nicht mehr. Okay. So, dann sage ich mal ciao, vielleicht im nächsten Part wieder mit meinem Partner. Ja. Mit mir, hey, wie? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Jo, ciao.